Hallo, in diesem Tutorial geht es um den ExplosionsFX-Deformer von Cinema 4D. Wir erstellen dazu ein Würfelgrundobjekt, haben dieses selektiert, drücken unsere Umschalttaste und rufen den ExplosionsFX-Deformer auf und sehen, dass wir nur eine relativ moderate Deformation bekommen und unser Würfel nur in die negative Y-Richtung herabgesetzt wird. Das liegt eben daran, dass der ExplosionsFX-Deformer mit unseren Segmenten arbeitet und wenn diese nur auf 1 eingestellt sind, kann er nicht viel machen. Stellen wir hier einmal die Segmente auf 10 hoch für jede Richtung, sehen wir, dass wir doch schon eine relativ schöne Explosion bekommen und diese eben hier sich so auswirkt, wie das eben in unserem Explosionsdeformer voreingestellt ist. Wenn wir uns hier einmal die Objektattribute anschauen oder das Objektattribut, sehen wir, dass wir hier einen Zeitwert haben, den wir einstellen können und so eben unsere Explosion über diesen Wert animieren können. Schauen wir uns im Explosionstab die Attribute an. Und zwar haben wir hier einmal das Stärke-Attribut, mit dem wir eben unsere Stärke der Explosion einstellen können. Je höher wir das drehen, umso stärker ist diese. Und je weiter runter wir das drehen, umso weniger stark wird diese. Dann haben wir eben das Abnahme-Attribut, mit dem wir einstellen können, wie stark sich unsere einzelnen Segmente hin zur Reichweite der Explosion hin auswirken. Wenn wir die Abnahme hier hochstellen, sehen wir, dass zur Reichweite hin das relativ moderat stattfindet. Und wenn wir diese auf 0% einstellen, sehen wir, dass diese viel, viel stärker stattfindet. Dann haben wir hier noch ein Zufallsattribut, mit dem wir eben unsere Segmente zufällig verteilen können. Und im Richtungsattribut können wir uns eben einstellen, in welche Richtung sich unsere Explosion auswirkt. Im Moment findet diese in alle Richtungen statt, also im X, Y und Z-Richtung, im positiven sowie auch im negativen Bereich. Wenn wir uns das hier einmal anschauen, können wir hier zum Beispiel das Ganze nur auf der X Achse wirken lassen. Und das sehen wir, dass diese in positiven und in negativen Bereich gehen. Also es geht nicht, dass wir hier die Explosion nur im positiven oder nur im negativen Bereich wirken lassen. Dann haben wir eben noch das Attribut linear. Wenn wir dieses anhaken, sehen wir, dass sich unsere Segmente mehr vom Mittelpunkt heraus abdrücken in die jeweiligen Richtungen. Und wir können hier selbstverständlich dem Ganzen auch nochmal einen Zufallwert geben. Dann haben wir hier noch einen Wert für die Explosionsdauer, mit dem wir eben einstellen können, wie schnell unsere Explosion stattfindet oder wie langsam unsere Explosion stattfindet, wenn wir das hier nach unten drehen. Mit der Druckquellengeschwindigkeit geben wir eben an, wie stark unsere Druckwelle ist. Je höher wir das drehen, umso stärker und je weiter runter, umso weniger stark ist unsere Druckwelle. Und dann können wir eben hier noch einmal eine Abnahme für unsere Druckwelle einstellen. Wir sehen, wenn wir diese auf 100% hochdrehen, passiert gar nichts. Und wenn wir diese auf 0% hochdrehen, haben wir eine viel, viel stärkere Abnahme. Und wir können hier nochmal einen Zufallswert angeben und eben unsere Reichweite der Explosion nochmal einstellen. Und diese auch nochmal zufällig hier einstellen. Gut, dann schauen wir uns die weiteren Attribute im Tab Fragmente an. Zwar werde ich dazu einmal hier unser Weltraster ausschalten und die Darstellung auf Linien einstellen, damit man das Ganze besser sieht. Wenn wir uns jetzt hier die Fragmente anschauen, haben wir eine Dicke von 10 cm. Und diese können wir eben hochdrehen, um unsere Fragmente dicker zu machen oder runterdrehen, um sie dünner zu machen. Wir können dies auch in den negativen Bereich drehen, dann werden eben unsere einzelnen Fragmente in die andere Richtung heraus extrudiert. Wir stellen das Ganze mal hier wieder auf 10 cm ein und haben hier natürlich auch noch einen Zufallswert, mit dem wir eben unsere Fragmente zufällig in der Dicke bestimmen können. Dann haben wir hier einmal die
Dichte der Fragmente, die eben reguliert, wie dicht unsere Fragmente zusammenliegen oder wenn wir das Ganze hier auf 0 stellen, wie weit sie auseinander liegen. Ich stelle das Ganze mal wieder auf 1000 zurück und wir können uns hier eben auch nochmal das Ganze zufällig einstellen. Dann haben wir hier die Fragmentart, die im Moment auf automatisch gestellt ist. Dies bedeutet, unser Algorithmus geht her und unterteilt sich unseren Würfel selbstständig in Fragmente, die allerdings an der Minimum-Polygonanzahl und Maximum-Polygonanzahl festgemacht werden, die wir eben hier einstellen können und unser Algorithmus schaut dann eben hier drauf auf diese Werte und zieht diese für die Fragmenterstellung heran. Wir sehen, dass hier eben zum Beispiel zwei Stückchen sind oder hier so ein Tetris-Stück. Dies ist eben der Modus automatisch, was auch eigentlich der schönste Modus ist, wenn man die Fragmente jetzt nicht selbst kontrollieren will. Dann haben wir hier noch den Modus Polygone. Da sehen wir, dass eben unser Würfel komplett in seine einzelnen Polygone zerlegt wird. Und dann haben wir den Modus Selektionsweise. Dieser Modus ist jetzt schön, wenn wir selbst unsere Fragmente einstellen wollen, wie sie aussehen. Allerdings müssen wir hier unseren Würfel erstmal in Polygonobjekt zerlegen und können dann im Polygonbearbeiten-Modus uns eine Polygonselektion erstellen und eben so sagen, wie unsere Fragmente aussehen sollen. Wenn wir diese Polygonselektion über das Menü Selektieren, Selektion einfrieren und hier unser Polygonselektionstag bekommen, nimmt unser Explosions-FX-Deformer dieses Tag und zieht dieses eben für die Erstellung des Fragmentes heran, wie wir das hier sehen. Der Rest ist entweder fixiert oder wenn wir hier den Haken rausnehmen, wird er eben auch mit in die Explosion mit einbezogen. Wenn wir wollen, dass der Rest in seine Polygonbestandteile zerlegt wird, noch zusätzlich zu unserer Fragmentselektion, können wir hier in den Modus Selektion plus Polygone schalten und wir sehen, dass wir hier unser eigenes Fragment haben und der Rest eben in Polygone zerlegt wird. Ich schalte hier wieder auf automatisch zurück und wir schauen uns einmal noch verschwinden an. Wenn wir dieses anhaken, sehen wir, dass wir zwei Modi haben, einmal die Zeit und einmal die Entfernung. Die Zeit gibt eben den Start oder den Dauerwert an und den Dauerwert an, mit dem wir eben einstellen können, wie unsere einzelnen Fragmente sich relativ zur Zeit mit verhalten und diese aufgelöst werden. Wir können hier zum Beispiel einmal den Startwert herunterdrehen, dann sehen wir, dass unsere Fragmente schon etwas kleiner werden. Allerdings haben sie noch eine Dauer von 10 cm und werden sich erst, wenn wir die Zeit etwas höher drehen, auflösen. Wir können hier auch mal die Dauer komplett auf 0 stellen, dann sind natürlich unsere Fragmente komplett weg. Wenn wir jetzt hier einmal die Entfernung uns anschauen, können wir hier vielleicht das Ganze mal auf 10 cm setzen und die Dauer auch auf 15 cm sehen wir erstmal noch gar nichts, weil die Fragmente jetzt schon aufgelöst sind, weil dies dann wirklich direkt über die Zentimeterwerte geht. Und wenn wir uns hier einmal die Zeit runterstellen, sehen wir, dass wir eben unser Würfel so auflösen können. Dann schauen wir uns einmal den Gravitationstab an und dessen Attribute. Und zwar haben wir einmal das Beschleunigungsattribut, das eben unsere Anziehungskraft hier wiedergibt, die auf 9,81 gestellt ist, wie wir sie hier auch auf der realen Welt haben. Diesen Wert können wir natürlich noch höher stellen, um die Beschleunigung hier stärker stattfinden zu lassen. Nun kommt man vielleicht auf die Idee, hier ein Minus vorne dran zu setzen und dann Enter zu drücken, um die Beschleunigung in die entgegengesetzte Richtung wirken zu lassen. Allerdings wird man hier schnell enttäuscht, denn das Ganze wird auf 0 gesetzt. Um dieses hier zu beheben, hat man im Explosions-FX-Deformer einmal die Fallrichtung
eingebaut. Und zwar gibt diese an, in welche Richtung sich hier eben unsere Beschleunigung auswirkt. Im Moment steht sie auf minus y Welt, also nach unten, wie sie auch im Prinzip in der realen Welt vorkommt. Natürlich können wir diese hier noch nachträglich einstellen. Wir sehen hier, wir haben auch y-Welt und können somit das Ganze nach oben wirken lassen. Stellt das mal wieder auf Minuswelt zurück und wir schauen uns an, dass wir hier auch wieder einen Zufallswert haben, mit dem wir eben das Ganze nochmal zufällig regulieren können. Dann gibt es hier auch noch einmal die Reichweite, mit der wir eben nochmal die komplette Reichweite dieser Explosion einstellen können. Und die haben wir hier auch noch, oder der Beschleunigung einstellen können. Und hier haben wir eben auch nochmal einen Zufallswert, den wir hochdrehen können. Gut, stell die mal wieder etwas zurück. Und wir schauen uns einmal die Rotation an. Und zwar können wir hier eine Geschwindigkeit festlegen, mit der rotiert wird. Und haben hier auch wieder einen Abnahmewert, der eben sich hier innerhalb dieses Geschwindigkeitsfenster abspielt. Und wir haben hier auch natürlich wieder einen Zufallswert. Wir können hier selbstverständlich auch die Rotationsachse festlegen, wo sie dann sitzen soll. Im Moment sitzt sie im Schwerpunkt der einzelnen Fragmente. Wir können sie natürlich auch auf die X-Achse stellen, auf die Y-Achse oder auf die Z-Achse stellen und somit die Fragmente in Heading, Pitch und Banking drehen lassen. Wir haben hier auch wieder einen Zufallswert, wie wir das Ganze eben aussehen lassen wollen. Dann gibt es noch hier den Extra-Tab, mit dem wir eben einen Wert für Wind einstellen können und einen Wert für Wirbeln einstellen können und diesen auch wieder oder diese auch wieder zufällig regulieren können. Wir sehen also, dass der Explosions-FX-Deformer ziemlich umfangreich ist und wir hier ganz schön viel einstellen können, was auch ziemlich unterschätzt wird. Und dieser Deformer kann also schon extrem viel leisten. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann.